Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, man erkennt den Stock schon. Wir müssen in dieser Folge mit Merlin über die Sanduhr sprechen. Kannst du mal stehen bleiben, Merlin? Nicht so in die Ecke laufen hier. Oh, oh, hallo. Ah, Gameplayerin. Wunderbares Timing, wie immer. Ich habe die Insel der Ewigkeit erkundet und sie ist... Nun, sie ist ein Wunder. Hier gibt es so viel zu lernen und zu entdecken. Ich bin froh, dass du glücklich bist, ja. ich bin nur froh, dass ich mehr Platz zum Dekorieren habe. Das hätte ich jetzt geantwortet. Also das und das neue, schöne Sachen dabei sind natürlich. Ich bin froh, dass du glücklich bist. Ja, das ist ein Wunder des Glücks. Eine Kerze, deren Flamme nie erlischt, egal wie viel sie geteilt wird. Apropos teilen, hast du etwas über die Insel der Ewigkeit herausgefunden, das du mit mir teilen möchtest? Genau darüber wollte ich mit dir sprechen. Ich lerne gerade, wie diese herrschaftliche Sanduhr funktioniert, aber ich würde gerne noch mehr über diesen Ort erfahren. Ah, ja, die herrschaftliche Sanduhr. Was für ein Glücksfall, dass du sie gefunden hast. Zweifellos wird sie uns helfen, alle Wunder dieser Insel zu entdecken. Mit dem Nebel in deiner Sanduhr kannst du Stellen reparieren, an denen die Zeit, nun ja, man könnte sagen, die Zeit verletzt ist. Benutze die herrschaftliche Sanduhr, um mehr Nebel zu erhalten, damit du mehr von dieser Insel entdecken kannst. Der Nebel scheint also mit der Benutzung der Sanduhr auch mit der Pflege der Insel der Ewigkeit verbunden zu sein. Kein Problem. Um mehr Nebel zu finden, werde ich einfach weiter mit meiner Sanduhr Schätze finden. Woher soll ich das wissen? So sieht Einsatz des Verstandes aus. Und ich nehme an, du hast auch begonnen, die Magie der Tische der Zeit aufzudecken. Nur ein bisschen. Aber ich würde gerne mehr wissen. Es gibt keinen besseren Weg zu lernen, als zu experimentieren. Hey, ich habe einen Job für dich. Kann ich mir den selbst bauen? Ich habe diesen Tisch der Zeit mit meiner Erkundung der Insel entdeckt. Darin befinden sich Echos von Gegenständen, die einst hier auf der Insel der Ewigkeit standen. Wenn du den Tisch der Zeit untersuchst, siehst du, wie du die Gegenstände mit den Materialien, die in der Sanduhr findest, wiederherstellen kannst. Ich bin gespannt, was für eine Magie du zauberst. Danke, sehr freundlich. Cool. F ausprobieren. Oh, ich finde das so blöd, dass das immer so schnell weg ist. Also eigentlich müssen wir das ja mit V machen, ne? Möbel. Zack, Tisch der Zeit. Wir müssen es sogar wegen der Aufgabe hinstellen. Okay. Ja, jetzt ist natürlich genau da, wo ich sie gerne hinstellen würde, ist jetzt so ein blöder Kristall. Ah, Mann, kommt Leute, ernsthaft jetzt. So, ich hoffe, das passt jetzt, wenn ich das mache. Möbel, zack, und kann man die noch tiefer stellen? Ist da was im Weg? Ja, dieses Ding ist wahrscheinlich im Weg, ne? Na, lassen wir es mal so. Das ist jetzt so, wie ich das zumindest jetzt im Moment gerne hätte. Deswegen. Benutze die Sanduhr, um nach den nötigen Teilen zu suchen. Achso, ich kann beliebige Möbel herstellen. Ah, okay. Dann schauen wir mal. Wir haben ja schon einige Sachen gefunden. Und nichts davon reicht aus. Ja, super. Oh, was ist das denn? Okay, davon haben wir, da brauchen wir noch Zahnräder. Das ist eine Tür, okay. Also wenn ich noch ein uraltes Rohr finden würde, dann wäre ich schon mal froh, weil dann könnte ich so einen Kerzenständer, nee, Laternenfall nennt sich das hier, könnte ich dann machen. Laufband, oh, so ein Teil hätte ich gern zu Hause. Zwar jetzt nicht so von der Optik her, aber ein Laufband hätte ich gerne zu Hause. Oder nehmen wir direkt nochmal die Erdbeeren hier mit. Ja, dann müssen wir noch mal nach Teilen, suchen. Ist das gemein, ist das gemein. Ich wollte eigentlich mit euch nach Teilen suchen und nicht nach Teilen von den Erdbeeren. Hier ist doch irgendwo, hallo? Hier ist doch auch eine rübergeflogen, oder nicht? Waren da schon alle? Bekommt man da nicht am Ende was? Nö, du nicht. Ja, daran kann ich unabhängig. Sagt mir doch bitte, was ihr denkt, was das hier ist.
Lilo und Stitch ist es. Okay, gut. Soll man ja erstmal. Wie ging das jetzt nochmal? Oh, achso, Moment. Nee, muss ich erstmal die 7 drücken? Nee, ich kann gerade nicht. Tut mir leid. So, in diese Richtung. Ich habe schon wieder alles vergessen seit dem letzten Mal. Weil ich habe im Moment leider nicht so viel Zeit, um aufzunehmen. Die kann ich wegmachen. Deswegen muss ich dann zwischendurch immer Pause machen. Und deswegen vergesse ich jetzt gerade die Hälfte immer wieder, wenn ich was gemacht habe. Meine Stimme ist übrigens immer noch im Eimer, wie man wahrscheinlich hört. Wie findige Zuschauer jetzt mitkriegen würden. Oh, Moment. Ist das hier? Ist das hier? Ist das hier? Ist das hier? Ich kann da nicht hin. Ah! Ja, ja, ja. So, schnell drücken. Das war nicht das, was wir brauchten. Schade. Gut, ich könnte jetzt hier noch eine Ewigkeit rumlaufen. Ich mache mal die ersten drei mit euch zusammen. Und die restlichen, also wenn ich jetzt nicht innerhalb von den ersten drei was gefunden habe, dann mache ich die restlichen alleine weiter. Oh nein, oh nein. Sonst kommen wir zu spät. Das ist egal, ich komme lieber zu spät, als jetzt mit dir zu reden. Das tut mir leid. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Was ist denn das hier? Ach so, das ist von denen. Hm, ja, ich sehe schon. Das ist auf jeden Fall wichtig, damit ich diese... Naja, Dreamlight kann man ja nicht sagen, ne? Diese Dinger bekommen. Ja, hi. Ich habe gerade keine Zeit. Tut mir leid. Ich muss wichtige Aufgaben bewältigen. Habe ich da ernsthaft Eis bekommen gerade? Also das hier brauche ich einmal. Uraltes Rohr. Und ich habe einen Eisstand bekommen. Eine raffinierte Halterung für leckeres Eis. Ja, cool. Da kann man doch Möbel mit freischalten. Das ist ja cool. Da komme ich jetzt nicht durch, ne? Der zeigt mir das zwar so schön hier in der Ecke an, aber... Ach so, das ist bestimmt da drin. Hm, ja, okay. Ja, oder ich mache das so, ich schneide das so zusammen. Ich laufe hier noch immer weiter rum. Ich schneide euch das aber so zusammen, dass ihr nur das Endergebnis seht, was ich gefunden habe und wo ich es gefunden habe. Also ich denke, dass das wahrscheinlich random ist. Gehe ich mal stark davon aus. Oh, was war das denn? Was war das denn? Uralter Keilriemen. Ah, doch. Ah, hier nichts mehr. Okay. Ja. Oh, hier gibt es jetzt gar nichts mehr. Ah ne, hier vorne aber wieder. Also ich zeige euch jetzt nur noch so ein paar Ergebnisse, die ich bekommen habe und hoffe, dass ich dann endlich mal schnell eine Sache bekomme, damit ich dann mit der Aufgabe weiterbekomme. Bis gleich. Ja! Ein uraltes Rohr. Ich meine, das war das, was wir brauchen. Ja, dann laufe ich mal eben zurück. In der Hoffnung, dass es das Richtige war und mache hoffentlich. Steht auf jeden Fall beliebige Möbel. Nicht, dass ich jetzt hier alles nochmal von vorne machen muss. Möbel. Nehmen wir den grünen, da brauchen wir noch Jade für, aber ich habe nur einmal Jade, das ist auch blöd. Dann nehmen wir Quarz, nehmen wir so ein weißes. Yes, okay. Merlin ist da. Dann ging es doch ganz schnell. Ich denke mal, das werde ich dann auch nicht rausgeschnitten haben. Moment, ich muss hier mit Merlin reden. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Ja, ich wollte eigentlich gerade vorlesen, aber ist okay. Du stellst mit deiner Sanduhr und den Tischen der Zeit etwas her. Gut gemacht, Gameplayerin. Ich würde sagen, es ist fast so, als würdest du mit jeder Sache, die du herstellst, die Vergangenheit wiederentdecken. Aufregend, oder? Als ob ich Archäologie mit Magie betreiben würde. Wie Kartoffelchips unter dem Sofakissen zu entdecken, genau. Ganz genau. Oh, und noch etwas habe ich entdeckt. Der Nebel in deiner Sanduhr ist nicht nur nützlich, um die Zeitrisse auf der Insel zu beheben.
Du kannst den Nebel auch benutzen, um deine Sanduhr noch mächtiger zu machen. Ich bin mir sicher, wenn du das tust, wirst du weitere Dinge entdecken, die du erschaffen hast. Aber um das alles zu verstehen, nun ja, es ist mehr Forschung nötig. Ich lasse dich wissen, wenn ich noch etwas entdecke. Haha, bravo! Ja, ich weiß. Hey, Kumpel! Suche mit deiner Sanduhr nach Nebel oder rufe das Dreamlight-Menü auf. Nach Nebel. Aber mit Nebel meint der doch jetzt dieses, ich sag jetzt mal Dreamlight, was wir da machen müssen, oder? Ich wollte mal eben gucken, wie viel ich brauche. Ja, genau, 5000, das war's. Oh, okay. Ich muss mit dir sprechen. Ja. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich jetzt gerade mit dir sprechen möchte. Also wir haben 3910. Ich weiß halt nicht, wie viel ich jetzt brauche. Ich denke mal, dass der das mit Nebel meint. Kann man auch nicht anzeigen lassen, wenn man da drauf drückt. Ich weiß halt nicht, wie viel ich brauche, um die Brücke zu reparieren. Und ob ich das überhaupt brauche, weil der hat mir davon nichts angezeigt, als ich hier war, oder? Oder muss ich da weiter... Ah, ich muss weiter reinlaufen. Ah! Moment, wie viel hatten wir? Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Wir können die Brücke reparieren. Oh, ich hab's gar nicht mitbekommen. Ah, Gameplayerin, du wunderst dich über diese Brücke, nehme ich an. Nein, nicht seitdem wir ein paar Folgen schon daran arbeiten. Nun, es scheint, als wäre die Brücke vor langer Zeit von Eve beschädigt worden. Sehr seltsam. Siehst du den Zeitriss, den sie umschließt? Er ist mit der Magie deiner Sanduhr verbunden. Wenn du den magischen Nebel in deiner Sanduhr kanalisierst, kannst du die Zeit zurückdrehen und die Brücke reparieren. Und anschließend kannst du dich an die funkelnden Dünen und den wilden Dschungel wagen. Ich werde die Magie der Sanduhr kanalisieren. Ja, ich wollte eigentlich nach vorne, aber gut, hier ist halt die Story, ne? Ah, gut gemacht, Gameplayerin. Jetzt kannst du mehr von der Insel der Ewigkeit erkunden. Ich bin mir sicher, dass du dabei viele wunderbare Dinge finden wirst. Ach, wie heißen die Viecher nochmal? Plöpp. Da kam die Grafik durch. Oh, Schlangen. Kobras. Oh je. Ui, oh je. Muss man die zähmen? Kann man die zähmen? Zeitrisse. Du kannst mit der Sanduhr Zeitrisse öffnen, indem du Space drückst. Das ist doch das, was ich die ganze Zeit gemacht habe, oder nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier startet eine Aufgabe nach der anderen. Lass mich das doch eben mal lesen, Leute. Hilfe. In Zeitrissen erscheinen Schätze immer wieder. Okay. Kann man die dann direkt hintereinander holen oder wie? Ein Riss in der Zeit besteht nur für eine begrenzte Zeit. Sei also schnell, um so viel Schätze wie möglich zu finden. Also Space drücken. Mit der Sanduhr Space drücken. Dann sollten hier diese Kreise entstehen und dann die Schätze finden. Moment. Das probieren wir doch direkt mal aus. Moment. Also Space drücken funktioniert schon mal nicht. Okay. Nö, keine Ahnung. Space ist eigentlich nur das, was vorher auch da gewesen ist. Ich will jetzt erstmal die neue Gegend hier erkunden. Ja, das war jetzt die falsche Seite. Da hinten ist ein Brunnen. Sehr schön. Dann können wir direkt schon mal reisen. Das ist wieder ein großes. Was haben wir denn hier? Jetzt sag mal bitte nicht wieder eine neue Aufgabe. Ah, nee, okay. Weil ich werde hier gerade mit Aufgaben zugeballert und ich kann keine einzige davon machen. Och nein. Nein, Disney, komm. Normalerweise habt ihr das doch relativ zeitig übersetzt. Ich bin verloren. Ich sollte... Meinen die Writing mit W? Journal and Chase als Start lösen mal.
Also wenn ich das richtig verstehe, allerdings dann haben sie einen Rechtschreibfehler drin, dann sagt sie, ich bin verloren, ich sollte alles aufschreiben sozusagen, bevor ich meine Erinnerungen verliere. Gastons Tagebuch. Ach Gaston, ich hasse ihn. Ich hasse ihn abgrundtief. Also sorry, aber nee. Also wer den Film kennt, weiß, warum ich ihn hasse. Ja, geil. Goofy ist auch mit Geld, ne? Haben wir letztes Mal festgestellt. Schalt mir den noch frei. Wenn du dabei hilfst, den Verkaufsstand in diesem Teil der Insel aufzubauen, ersparst du dir den weiteren Weg. Außerdem könntest du mehr Geschäfte mit mehr Produktionen abschließen. Jo, machen wir einmal. Das haut mich um. Sieh nur, was es hier alles zu kaufen gibt. Ich. Wieso bricht das immer ab? Wieso kann er nicht ausreden? Ist das Blumenkohl? Eine Minute Zeit. Ist das Blumenkohl? Ich will keinen Blumenkohl. Nein, es ist schon okay. Also wenn der gekocht ist, dann ist er noch okay. Aber es gehört nicht zu meinem Lieblingsessen. Wenn du diesen Brunnen reparierst, kannst du von überall im Tal schnell hierher reisen. Das scheint ein gutes Geschäft zu sein, wenn du mich fragst. Jo, machen wir für 5000. Hey! Der Brunnen ist repariert. Gut gemacht, Gameplayerin. Es ist gelogen, der ist doch gerade erst dran, den zu reparieren. So, sehr schön. Das können wir auch noch machen. Das wollte ich vorne übrigens auch noch machen. Mhm. Ja, ja, ja. Also die Sachen lesen wir jetzt nicht mehr vor. Für 8000 die nächste Erweiterung. Goofy kommt auch schon von hinten angelaufen, sehe ich gerade. Mal gucken, was er jetzt hier noch anzubieten hat. Ich glaube, eine können wir noch machen, ne? Genau. Es scheinen mir Chilischoten, Paprikaschoten, irgendwie sowas. Und sind das Melonen? Hallo. Ich bin mir nicht sicher. Für 12.000 machen wir mal die dritte Stufe. Das ist mir irgendwann, als ich da vorbeigelaufen bin, leider auch aufgefallen, dass wir das vorne vergessen hatten. Oh, was ist das? Das ist das Zeug, was ich bisher immer gesammelt habe, glaube ich, das Rote. Und das andere sind das... Hallo, ach, wie heißen die? Nee, Flötenwurzelsamen. Nehmen wir mal 10 von mit. Weil das sagt mir so gar nichts. Bohnensamen. Nee, das ist aber nicht das, was wir gesammelt haben. Wir haben keine Bohnen gesammelt. Nehmen wir auch mal mit. Und Melonensamen. Ja, ach so, stimmt. Melonen hatten wir auch noch gar nicht bisher, ne? Melonen. Was ist das? Chilischoten. Die haben wir, meine ich, auch schon gehabt. Aber Brokkoli bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die noch nicht gehabt haben. Schon gut. Ja, schon gut. Kaufe Samen in den funkelnden Dünen. Musste ich nur 4 holen. Ich habe jetzt 40 geholt. Aber gut. Je mehr, desto besser, ne? Also wenn man das Geld hat, natürlich nur. Ach, das finde ich aber cool, dass man überall diese Dinger hier hat, dass man zwischendurch immer mal mit dem kommunizieren kann. Moment, die sehen so aus. Genau. Ich muss immer gucken, weil ich nie so richtig sehe, was sind die Breiten und was nicht. Aufheben. Neues Herstellungsrezept. Rosa Kaktuskopf. Okay. Gibt's auch neue... Oh, die Blumen sehen aber cool aus. Oh, Disney, bitte. Conte wird mit Doppel-N geschrieben. Überraschung mit SCH. Oh, böse ohne... Alter. Also es tut mir ja leid. Es tut mir wirklich leid. Und es kann ja auch sein, dass da irgendein Analphabet oder ne, irgendeiner, der der deutschen Sprache nicht ganz so mächtig ist, irgendwie dran gesessen hat. Es kann auch sein, dass die sich einfach verschrieben haben. Aber so viele Rechtschreibfehler in einem, naja, streng genommen 2 Sätzen, in einem Spiel, was veröffentlicht wurde. Es tut mir leid, aber sowas triggert mich unheimlich. Nein, ich bin keine Deutschlehrerin, aber ich ja, hatte schon immer mit der deutschen Sprache. Ich meine, die einen oder anderen wissen vielleicht, dass ich Autorin bin. Und ja, wenn man dann sowas liest, da kräuseln sich wirklich die Zehennägel hoch. Nichtsdestotrotz konnte er das tun. Ausgerechnet mir. Auch diesem habe ich eben auch schon nicht gesehen. Oh Gott. Diesen Dürren steht eine böse Überraschung bevor. Oder haben die das extra gemacht, weil der nicht mehr schreiben konnte und nicht mehr richtig reden konnte? Nein, ich denke nicht, dass das extra gemacht ist. Also ich glaube wirklich, das hat irgend so ein Analphabet geschrieben. Also nichts gegen Analphabeten, ja? Die Leute können nichts dafür, dass sie das nicht
ja, so wie ich das richtig verstanden habe, im Kopf nicht ganz umsetzen können, weil da gibt es irgendwie eine Blockade, glaube ich, dass man die Buchstaben nicht richtig lesen und umsetzen kann oder sowas. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da genaueres drüber wisst. Soll auch, wie gesagt, nicht abwertend jetzt den Leuten gegenüber klingen. Das ist gar nicht so gemeint, aber ihr wisst, was ich meine, weil das triggert mich wirklich. Das triggert mich. Das ist, neues Herstellungsrezept. Für Beete und wir brauchen die Blumen für Steine. Und jetzt haben wir einen gelben Kaktuskopf, war der vorher auch. Moment, kann man das? 6000. Wollt ihr mich veräppeln hier? Wie will ich denn so viel herkriegen? Oh, Moment. Das ist ein Apfelbaum, glaube ich, ne? Also, die Oase ist nochmal 6000. Oh, das wird wieder richtig, richtig teuer hier in dem Gebiet. Ich merke das schon. Ich hasse das, wenn man so viel sieht und nichts machen kann. Ich hasse das wirklich. Weil ich dann immer denke, oh, da will ich hin und da will ich hin und das will ich mir angucken. Dann sehe ich, oh, Gaston, nee, da will ich nicht hin. Das ist das einzige Gebiet, wo ich nicht hin will. Nein. Nur, ich bin ganz ehrlich, ich denke nicht, dass ich Lust auf Gaston haben werde. Wirklich nicht. Wegen seines Charakters, wegen seiner Geschichte. Nein, möchte ich nicht. Gut, Jafar möchte ich eigentlich auch nicht, muss ich dazu fairerweise sagen. Aber den muss man natürlich jetzt trotzdem machen, weil sonst kommt man mit der Hauptstory nicht weiter. Jetzt. Ach so, ja, nee. Das muss ich doch normalerweise aufnehmen können, meine ich doch. Oh, komm. Ich wollte hier nur ein bisschen was frei machen, damit ich da hinten an die Blume komme. Und ihr macht mir jetzt... Ja, da komme ich ja gar nicht rein, wenn ich nicht mehr frei mache. Das ist ja unfair. So. Ah, alles steht hier im Weg. Überall bleibe ich hier hängen. Das noch schnell nehmen. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Weiße Küchentheke, Doppel. Toll. Das ist die, die ich überall in meiner Küche stehen habe. Vielen Dank dafür, dass ich jetzt etwas freigeschaltet bekomme, was ich schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren verwende. Vielen Dank dafür. Oh mein Gott, was ist das? Ach, das ist... Ist das zum Angeln? Nee, oder? Ih, Gaston ist da. Ih, nein. Gerade davon gesprochen. Nein, wir machen ihn natürlich auch. 6000. Ach, das ist aber das Gleiche, ne? Ich denke mal, da kommen wir hier in die Oase rein. Ja, ja. Deswegen auch die 6. Aber da müssen wir... Wie war das? Wir müssten für jeden Eingang 6000 doch bezahlen, ne? Das ist doch scheiße. Ach, hier kann man... Nee, hier kann man doch nicht rein. Ich probiere mal kurz, ob man hier angeln kann. Ich gehe mal stark davon aus. Angeln mit der Schaufel, das ist immer gut. Ja, man kann angeln, aber ich habe nicht getroffen. Egal, wir angeln mal hier einfach so. Wir haben Knochen geangelt. Super, wir können uns die Zukunft voraussehen lassen. Jetzt ist es drin. Okay. Mal gucken, was hier drin ist. Kommen da irgendwelche Leichenteile jetzt raus, die man hier fischt, also die man hier angeln kann? Wenn wir so schon Knochen kriegen. Was soll ist das für ein Skorpion? Der glänzt auch so. Oh, der sieht eklig aus, aber der ist cool irgendwie. Nein, du sollst das... Ach, du sollst es wegmachen. Ja, aber dafür brauchst du deine Sanduhr, ne? Deswegen. Okay. Die Dinger muss ich auf jeden Fall einsammeln, weil, ne? Sind das zwei? Kann ich die wegmachen? Ja, perfekt. Weil ich brauche ja die ganzen Punkte hier. Wobei ich immer noch finde, dass das viel, viel, viel zu wenig sind, die man da drin kriegt. So, mal schauen. Da hinten ist so ein goldenes. Sag mir nicht, der Gaston angelt auch. Ist das da drin? Nee, ist es nicht da drin. Moment. Das erstmal hier. Was war das gerade? Wieso hat das jetzt so geleuchtet? So, mal schauen, was da... Guck mich nicht so ekelhaft an. Mal schauen, was in diesen goldenen drin ist. Wieder ein Skorpion. Hatte ich eben auch ein goldenes? Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet. Ja, deine dämlichen Muskeln kannst du sonst wem zeigen, aber nicht mir. So, oh, nein, das war zu kurz. So, alle guten Dinge sind drei. Wir gucken jetzt hier vorne nochmal, was drin ist. Da hinten sieht man auch noch was, ne? Kommt man da auch hin? Ich darf mich nicht ablenken lassen. Oh, ein Skelettfisch. Okay,
Goofy freut sich, dass ich einen Skelettfisch gefangen habe. ich denke mal, wenn man da reingeht, dass man da irgendwie dahinter kommt. Weil ich sehe da nämlich so eine kleine, ich weiß nicht, was das ist, so ein kleines Lager da hinten in der Ecke. So, hier ist auch nochmal zu. Das sind 4000, die wir brauchen. Was kriegen wir denn hier? Jetzt komme ich da gar nicht rein, oder was? 5 war die Hacke. Irgendwann, denke ich, werde ich mir das nochmal merken können. Oh, sehr schön. Blaues Zelt, gelbes Zelt, grünes Zelt, schwarzes Zelt. Ein Zelt in vielen verschiedenen Farben. Was gibt's denn hier? Zinn. Okay, ist Zinn schwarz? Wirklich? Ist das nicht eher so... Ach so, die Dinger kann ich auch gar nicht wegmachen, selbst wenn ich wollte. Wenn ich gar nicht den Stab habe. Komm, den einen schaffst du noch. So, ich brauche die Punkte nämlich. Aber viel machen kann man hier tatsächlich jetzt leider nicht. Da sind auch nochmal 4000. Ja gut, ist das gleiche Gebiet, ne? Also die Ödnis ist jeweils 4000, die Oase 6000 und das Grenzland, da wollte ich nochmal gucken, wegen dem Baum. Könntest du bitte kommen? Könnte ich theoretisch, mache ich aber nicht. Es tut mir leid, weil... Ach, der Baum hier. Wieso habe ich eigentlich gesagt Apfelbaum? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn hier dran? Datteln. Ja, hätte ich eigentlich auch so sehen können, dass das ein Dattelbaum ist. Den werde ich mir auf jeden Fall mal nach vorne stellen zu meinen... Oh, LMAA. 10.000. Ja, gut, da geht es jetzt zu Jafar hoch, ne? 10.000 für das Grenzland hier oben. 10.000, 4.000, 6.000. Und da unten waren es auch, glaube ich, alles 6.000 oder so. Also das wird noch richtig, richtig teuer. Ich merke das noch. Ich will jetzt natürlich nicht mit euch hier die ganze Zeit rumlaufen, irgendwelche Sachen einsammeln. Das ist auch wieder langweilig. Das ist dann wieder dieser Grind-Effekt, den alle hassen. Einschließlich mir. Ja, müssen wir... Wenn ich jetzt wüsste, ob ich die Zuckerwatte und das Popcorn später mal gebrauche, ne? Für irgendeine Quest oder so. Ach, aber eine Sache könnten wir noch mal eben ganz kurz machen, bevor ich die Folge beende. Das gehen wir sowieso noch mal kurz zu Ende gucken. Da ist aber nichts Neues. Da ist Zinn und Kupfer drin. Okay. Ist das eine kleine? Die habe ich eben schon stehen gelassen, ne? Genau. Wir werden mal eben zurückporten zu Goofys Stand. Weil da habe ich ja leider vergessen, das auszubauen, als ich da dran war. Und das werden wir jetzt mal eben nachholen. Moment, das sind alles die Port-Sachen. Was ist denn das hier? Ach so! Ach, das sind die Sachen mit den Quests, die ich noch machen muss. Ja, ja, klar. Das Restaurant. Nee, ich wollte ja dahin porten. Ich kann ja nicht direkt zum Stand porten. Stimmt ja. Okay, ja, jetzt habe ich das Ding natürlich aktiviert. Naja, egal. Ist nicht so schlimm. Du stehst hier wieder gut im Weg rum. Ich brauche neue Punkte. Dankeschön. So. Dann tun wir das erstmal weg hier. Dann schauen wir uns mal an, was wir hier noch machen können. Sei gegrüßt, Nachbar. Ja, ja, ja. Oh. 2000 erstmal für die zweite Version. Oh. Oh, sind das Heidelbeeren? Ich habe einen Job für dich. Ja, ja, ich habe auch einen Job für dich. Ah. So, hey. Und das mit 3000. Da war der andere aber wesentlich teurer, oder? Oh. Habe ich das richtig in Erinnerung? Na gut, je weiter wir kommen, umso teurer wird es, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, jetzt kannst du mal eben gehen. Ich schaue mir mal eben an, was wir hier drin haben. Hallöchen. Ich möchte was kaufen, Goofy. Was haben wir denn hier? Kosmische Feigensamen. Ich habe gerade komische Feigensamen gelesen. Okay. Oh Gott. Jamsamen. Davon nehmen wir auch direkt mal 10. Ich mache das hier immer so, dass ich so 10 von ihnen kaufe und die dann immer hier anbaue. Wobei wir jetzt hier mehr natürlich wegen der Quest angebaut haben. Ach, Weintrauben. Ach, Gottchen. Wie komme ich denn auf Heidelbeeren? Ich habe absolut keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall Weintrauben. Und Rapssamen, ja, habe ich richtig gesehen. Das sind die, die wir natürlich schon kennen. So, das lassen wir. Ja, ja. Mehr brauchen wir hier nicht. Können wir mit dem hier auch was machen? Nee, da war nur das Schild drauf. Ich weiß nicht. Der gehört wahrscheinlich dann irgendwie zu Goofy dazu oder so. Hm? Ich habe absolut keine Ahnung. Da hinten, da sind auch noch so Stände, aber da ist nichts mehr mit dem Goofy-Schild. Also da kann ich jetzt erstmal so nichts freischalten. Na gut, dann würde ich wirklich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen.
Indem du sie untersuchst, der wilde Dschungel. Moment, wilde Dschungel und funkelnde Dünen. Haben wir jetzt ja so viel Blödsinn gemacht? Nee, wir haben nur die Steppe. Nee, funkelnde Dünen? Da sind wir sogar noch. Aber den wilden Dschungel, den können wir nicht betreten. Aber irgendwo hier in den funkelnden Dünen müssen wir noch einen Juwel finden. Ich denke, dass der wohl vergraben ist. Ich hoffe, dass ich daran denke, dass ich nebenbei die Aufnahme laufen lasse, wenn ich da hinten mal schaue, wo die ganzen Schätze sind, dass ich das, also ich werde es ja noch untersuchen und werde dann da durchlaufen und die Sachen ausgraben und so. Ich hoffe, ich denke da dran, aber ich denke, dass das wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird, weil wir ja auch die anderen Sachen erstmal freischalten müssen und so. Und im Moment haben wir noch nicht so viel. Wir haben jetzt erstmal wieder 2610 zusammengesammelt. Zitterale habe ich ja, glaube ich, noch gar nicht gesehen, fällt mir gerade auf. Serviere ein Gericht im Restaurant. Ist das egal wo? Weil Restaurant gibt es ja auch drüben. Breite ein Fünf-Sterne-Gericht zu. Da muss ich mal gucken. Vielleicht kann ich diese Sachen verkaufen, fünf Früchte. Vielleicht kann ich diese Sachen auch machen, ohne dass ich einfach hier in diesem Bereich bin, weil da steht ja nichts von, dass ich das unbedingt hier machen muss. Da muss ich mal schauen, wie ich dann da eventuell noch ein paar Pünktchen zusammensammeln kann. Ich sage jetzt auf jeden Fall erstmal danke fürs Zuschauen und ich denke mal in der nächsten Folge, ich schaue mal, da das hier noch länger dauern wird, dass wir dann ein paar Sachen von, oh Gott, mache Fotos von möglichen Gefahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eine Schlange, oh, eine Schlange kann ich machen. Wasserfall aus Sand kann ich, glaube ich, noch nicht machen. Ich bin mir nicht sicher. Deplatziertes Boot hoch oben im Dschungel. Eine Frau mit langem geflochtenem blonden Haar. Ich würde sagen, da gucken wir auf jeden Fall auch mal nach. Aber auf der Insel der Ewigkeit liegt wirklich eine Menge Müll herum. Hilfe bei der Entfernung. Oh, ich würde sagen, dass wir das als nächste Aufgabe machen. Abgesehen davon, dass wir hier nochmal 1000 Dreamlight bekommen, denke ich, dass wir damit vielleicht auch nochmal neue Orte freischalten können. Also werden wir uns dann in der nächsten Folge auf jeden Fall dem Dorfprojekt von Merlin zuwenden. So, jetzt habe ich endlich meine Aufgabe, weil das mit Jafar ist natürlich so eine Sache. Da müssen wir ganz viel erstmal für machen. Wir müssen noch ein neues Gebiet freischalten. Wir müssen in beiden Gebieten dann letztendlich auch noch diese Edelsteine da finden. Und können wir gerne machen, aber ich schiebe es ein bisschen auf, weil es halt noch länger dauert, ne? Ich möchte erstmal die ganzen Aufgaben hier abarbeiten, die wir machen können. So. Jetzt aber ein letztes Mal. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao! Ich bin ein wenig meinen Pflichten nachgekommen und hier rumgelaufen und plötzlich habe ich das hier entdeckt. Ich weiß nicht genau, was ich damit machen kann. Oder wie ich das aufheben kann, falls ich es aufheben kann. Ich kann hier nur durchlaufen. Gießen kann ich es wahrscheinlich eher nicht. Ich kann ein Selfie damit machen. Na Hallo toll. Kumpel, wie wär's mit einem Plausch? Also ich habe absolut keine Ahnung, was das hier ist. Ich kann hier durchlaufen, ich kann damit nichts machen, ich kann es nicht benutzen. Doch, Moment. Ich habe Space gedrückt. Ah, halt, halt. Jetzt habe ich keine Zeit mehr. Ich muss essen. Moment. Ah. Hat das mit den Schätzen zu tun? Natürlich ist mein Inventar voll. Und der Kreis ist wieder weg. Schade, schade, schade. Aber ich habe es dann doch noch rausgefunden. Also, wenn man irgendwo so eine Kugel sieht, dann muss man die Sanduhr, sage ich mal, ins Inventar nehmen und Space drücken. Also mit der rechten Maustaste, warum auch immer, hat es nicht funktioniert, sondern da muss man Space drücken und dann kriegt man diesen Kreis. Leider konnte ich jetzt nur einen Schatz rausholen, den ich noch nicht mal mehr sehe, den ich auch nicht aufheben konnte. Ach doch, hier. Es ist eine Gabel, die kann ich dann gleich aufheben, wenn ich mein Inventar mal geleert habe.
Ja, cool. Was man nicht alles unterwegs entdeckt, wenn man einfach nur ein bisschen was freiräumen will. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.